Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Parkway Modellbau. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video. Und dieses Video ist mal wieder ein ganz besonderes Video. Es ist Anfang des Jahres 2021 und wenn ihr das so ein bisschen in der Welt der Sammelwerke kennt, dann wisst ihr, was das heißt. Die Hersteller bringen gerne mal neue Projekte raus. Und heute ist so ein Tag oder ist so ein Video, wo ich euch ein neues Modellbauprojekt vorstellen kann, welches ganz frisch diese Woche in Deutschland erschienen ist. Und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, dieses Projekt einmal mir zu besorgen, zumindest die erste Ausgabe zu besorgen. Ob ich das bauen möchte oder nicht, es spielt da gar keine Rolle, sondern einfach der Vorstellung halber möchte ich euch dieses Projekt sehr gerne zeigen. Ne, mein Kanal heißt ja auch Parkway Modellbau und deswegen soll es dementsprechend so sein. Es geht um den Unimog 406, den Mercedes Unimog 406, um genau zu sein. Das Meisterwerk aus Gaggenau, der Alleskönner. Darum geht es. Das ist das neue Modellbauprojekt von Hachette Collections, welches ab sofort im Handel erhältlich ist. Und das wollen wir uns gleich einmal anschauen. Dieser fette Blister, beziehungsweise diese fette Pappe, seht ihr wahrscheinlich jetzt überall gerne mal beim Zeitschriftenhändler rumfliegen. Natürlich entsprechend groß, soll ja auch auffallen im Regal. Und die erste Ausgabe, wie gesagt, ab sofort erhältlich. Und das gucken wir uns gleich mal im Detail an. Was baut man hier? Was sind die Besonderheiten des Modells? Wie ist die Serie aufgebaut? Wie viel kostet das? Wie lange dauert das? Und so weiter und so fort. Darüber soll es dann in diesem Video gehen. Kann also sein, dass es deutlich ausführlicher ausfällt, dieses Video. Aber das gehört dazu, wenn neue Projekte starten. Ja, für alle, die jetzt durch dieses Projekt vielleicht neu auf meinen Kanal zugekommen sind, mag ja durchaus sein. Herzlich willkommen hier bei Parkway Modellbau. Mein Name ist Patrick. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr hier natürlich bei diesem Video dran bleibt und euch dieses Projekt näher anschaut. Schaut aber gerne auch bei meinen anderen Projekten vorbei, die bei mir laufen. Aktuell habe ich 5 Projekte am Laufen, also einiges zu gucken. Die Bismarck beispielsweise, jetzt sind sie gerade nicht im Bild, macht aber nichts. Der Opel Manta AGTE, der Fast and Furious Dodge Charger RT ist dabei, der Ghostbusters Actor One, der Terminator. Und in diesem Jahr 2021 kommen sogar noch weitere 3 Projekte hinzu. Einige werden fertiggestellt und die 3 kommen eben neu hinzu. Also einiges los in diesem Jahr 2021. Schaut gerne mal in den anderen Videos vorbei. Und natürlich, wenn euch das Video bzw. all meine Videos allgemein so gefallen, was ich hier so treibe auf dem Kanal, vergesst nicht, Daumen nach oben zu geben und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. So, genug vorgeplänkelt, jetzt wollen wir mal loslegen und uns das Projekt anschauen. Bin mal gespannt, was uns dort erwartet in der ersten Premierenausgabe vom Unimog 406 von Hachette Collections. Ausgabe 1, legen wir das. Der Mercedes Unimog 406, Alleskönner und Allradlegende. Rekonstruieren Sie ein Stück deutscher Ingenieurskunst. Ein einmaliger Sammlerbausatz. Von Motorblock bis Zapfwelle, von Beleuchtung bis Kippeinrichtung. Große Liebe bis ins kleinste Detail. Erfahren Sie alles über die Faszination Unimog. Woche für Woche neu. Ausgabe 1 jetzt für nur 1,99 Euro. Ja, da liegt sie auf meinem Tisch, die erste Ausgabe vom Unimog 406. Bauen Sie den legendären Alleskönner Modell, offiziell lizenziert durch Mercedes-Benz. Und das sind jetzt schon die ersten Bauteile, die wir gleich verbauen werden, um den am Ende dabei rauszukommen. Wie ihr lesen könnt, detailgetreues Modell im Maßstab 1 zu 8. Das ist so ein klassischer Maßstab für Automodelle, die momentan so auf dem Markt sind. Maßstab 1 zu 8. Die Bauteile, da kommen wir uns, wie gesagt, gleich drum. Ausgabe 1, 1,99, ab sofort im Zeitschriftenladen erhältlich. Und hier gibt es noch ein paar mehr Informationen für euch, und zwar Multitalent und Offroad-Legende. Bis heute wird der Unimog von seinen zahllosen Nutzern und Fans geradezu vergöttert. Dank seines einzigartigen technischen Konzepts und seiner beispiellosen Vielseitigkeit sorgte der Allradler zunächst als Traktorkonkurrent für Furore. Ausrüstbar mit hunderten Anbaugeräten machte er sich später auch als Kommunalfahrzeug unentbehrlich. Seit jeher sind Groß und Klein von Unimog fasziniert, das soll es heißen. Jetzt ist er zurück als Präzisionsmodell im Maßstab 1 zu 8. Bestehend aus Metall- und Kunststoffbauteilen, kann ich schon mal sagen. Also ein schöner Mix aus verschiedenen Materialien, die dabei sind. Hier stehen auch gleich die Fakten drauf, das ist ganz gut, können wir direkt lesen. Und zwar Baureihe 406, offensichtlich. Baujahr 1972, Maßstab 1 zu 8, wie gesagt. Dann haben wir die Maße, 51,2 Zentimeter lang, Breite 25,5 Zentimeter und Höhe 29,2 Zentimeter. Das werden die
Maße dieses Modells dann sein, wenn es dann irgendwann fertig ist. Hier sehen wir schon eine Vorschau auf die Ausgabe 2. Da seht ihr schon, der Preis steigt, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Dann geht es auf 6,99 und hier ganz klein gedruckt, aber immer wichtig zu lesen, steht drauf, natürlich ein Sammelobjekt für Erwachsene. Lieferung veränderter Ausführung vorbehalten. Ne, man weiß nie, wie die Produktion und die Lieferung der Teile im Laufe der Zeit läuft. Und dann haben wir es hier schon, Gesamtanzahl der Ausgaben 120. Preis ab Ausgabe 3, 11,99. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Jetzt wisst ihr aber schon mal, wie lange dieses Projekt dann geht. So, wie ihr sehen könnt, das ist einmal das Heft, beziehungsweise auch ein Begleitheft damit bei und die Bauteile. Und ich würde sagen, ich reiße erstmal hinter der Kamera alles auf und dann schauen wir uns erstmal das Heft an und alles, was man so über das Modell oder das Heft an sich, die Reihe lesen kann. Und dann geht's ans Basteln. So, schauen wir uns erstmal das Magazin an und klassischerweise ist es so, dass in der ersten Ausgabe immer ein bisschen mehr drin ist. Nicht nur einfach das Heft an sich, die Ausgabe, sondern ja, Werbung, ein extra Begleitheft zur Einführung in die Serie. Das ist immer mit dabei, das ist nichts Neues, wenn man solche Sammelwerke bekommt, wie ich es öfters mal bekomme, dann ist es nichts Neues, dass natürlich erst einmal in der ersten Ausgabe ein Rundumschlag gegeben wird, was passiert so in dieser Serie, was kriegt man, auf was lässt man sich da quasi ein und ja, das ist natürlich richtig so, dass das Ganze erstmal so ein Einführungsteil ist, eine Einführungsausgabe ist, dementsprechend auch der Preis, damit man erstmal schauen kann, ist das was für mich oder vielleicht er doch nicht, dann lieber einen kleineren Preis von 1,99 einmal ausgeben in der ersten Ausgabe oder auch noch ein bisschen mehr in der zweiten Ausgabe, um zu gucken, ist das was für mich oder eher nicht, dann ist das nicht ganz so dramatisch. Ja, hier kommt schon ein bisschen Werbung entgegen. Ein Abo natürlich gibt es auch wieder, da gucken wir gleich mal rein, was es da gleich gibt. Und hier kam mir auch schon was entgegen, glaube ich, irgendwo. Irgendwas war hier noch drin. Da ist noch was drin. Und zwar nochmal Abo-Geschenke, dasselbe nur mal in klein. Ja, gibt es auch gleich. Und auch immer dabei ein nettes Informationszettelchen, was ihr eurem Zeitschriftenhändler hinterlegen könnt, wenn ihr dieses Projekt haben möchtet und das auch regelmäßig beim Zeitschriftenhändler haben möchtet, dann könnt ihr diesen Zettel einfach ausfüllen und hinterlegen. Dann weiß der dann weiß euer Händler Bescheid, aha, derjenige will das weiter bauen. Wahrscheinlich werden die ersten Ausgaben noch relativ häufig bei den verschiedenen Zeitschriftenläden verfügbar sein. Irgendwann, weil wenn kein Interesse mehr da ist, dann werden auch die Hefte nicht mehr so im Regal stehen. Mit einigen Ausnahmen natürlich, aber grundsätzlich eher nicht. Deswegen ist es nicht verkehrt, dass ihr eurem Kiosk dann Bescheid sagt, hallo, ich möchte das haben, wenn dem natürlich so ist. Und ihr seht schon auch gleich hier die nächsten Ausgaben, wann sie erscheinen. Nummer 2 erscheint beispielsweise am 27. Januar, ist noch ein bisschen hin. Und dann geht es wöchentlich weiter am 3. Februar Nummer 3 und am 10. Februar Nummer 4 und so weiter und so fort. Da seht ihr schon die Erscheinungsweise, nämlich wöchentlich, jeweils mittwochs. So, und dann natürlich ein kurzer Einblick in die Serie. So ein kleines Einführungsheft ist mit dabei. Da gucken wir mal rein, was das Modell so kann. Da haben wir es schon. Länge, wie gesagt, 51,2 cm, 25,5 breit, 29,2 hoch. Details habe ich schon soweit erwähnt. Das Fahrzeug wurde dem historischen Vorbild detailgetreu nachempfunden und auf Basis von 3D-Zeichnungen mit höchster Präzision im Maßstab 1:8 nachgebildet. So entstand ein einzigartiges über 50 cm langes Standmodell, dessen große Baugruppen sämtlich aus einer massiven Zinklegierung gefertigt werden. Also das, ich denke mal, das Große hier wird alles Metall sein, auch der, das Chassis und so weiter, denke ich schon. Wenn es an die Details geht, wahrscheinlich eher Plastik, aber ja, nur eine Vermutung. Ja, und natürlich, jede Ausgabe beinhaltet eine detaillierte Bauanleitung, die den Zusammenbau präzise und leicht verständlich beschreibt. Fotos und Texte erklären jeden Bauschritt. Sämtliche Bauteile sind fertig lackiert, alle Schrauben sowie der Schraubendreher ebenfalls schon dabei. Dieses Modell eignet sich also deswegen auch bestens für Einsteiger. Es ist schon einer damit bei. Habt ihr, glaube ich, vielleicht schon gesehen. Nope, da ist ein Schraubendreher mit bei und ihr braucht eigentlich nichts anderes. Alles ist vorlackiert, wir brauchen keine Farben, nichts. Ich kann euch natürlich ein paar Tipps geben, vielleicht gleich schon merke ich das. Ansonsten, ja, ist das eigentlich fertig, so wie man es kriegt und kann direkt dann loslegen und braucht theoretisch auch nicht mehr im ganzen Verlauf der Serie.
Hier sehen wir beispielsweise auch schon eine kleine Vorschau. Ihr Baufortschritt nach Ausgabe 4. Drei Baugruppen der Fahrzeugfront, das Lenkrad und der erste Vorderreifen sind zusammengefügt. Das ist beispielsweise nach 4 Ausgaben schon mal das Ergebnis. Dann haben wir natürlich noch Besonderheiten, die das Modell am Ende auszeichnen. Und zwar, wir haben vielseitig einsetzbar funktionstüchtige Dreiseiten-Kipp-Einrichtung. Wir haben ein beleuchtetes Armaturenbrett, präzise nachgebildeter Mercedes-Benz Dieselmotor UM353 mit Original-Sound, also Sound kriegt er auch, mit abrollbarer originalgetreuer Frontseilwinde, mit funktionsfähigen Scheinwerfern und Bremslichtern, also Lichteffekte weiter dabei, perfekt detailliertes Fahrgestell mit Portalachsen, die Türen lassen sich öffnen, Fenster sind absenkbar, für Anbaugeräte aller Art serienmäßige Heckzapfwelle als Nebenantrieb und alle drei Pritschenwände lassen sich ganz einfach umklappen. Das sind so die Besonderheiten des Modells. Ob das ich lese jetzt nichts von Fernsteuerung, also wird das wahrscheinlich alles manuell am Modell dann bedienbar sein, sowohl das Licht als auch der Sound und die zu öffnenden Teile letzten Endes sowieso. Hier steht es nochmal, funktionsfähige Steuerung, also es wird wahrscheinlich auch die Vorderachse wird sich dann bewegen lassen bei Drehung vom Lenkrad, Motor- und Hupensound, Beleuchtung, Motorhaube lässt sich öffnen, Fensterscheiben absenkbar, genau, das wird unser Modell hier können. Dann gibt es natürlich in der Serie weitere Sachen zu lesen, eine Bauanleitung ist damit bei und dann verschiedene Themenbereiche, alle und die sich dann rund um den Unimog und das Thema oder in diesem Bereich gelten, wie zum Beispiel die Unimog Story, Einsätze in aller Welt, Anbaugeräte und ihre Hersteller und Agrar-, Bau- und Spezialmaschinen. Darum geht's. Ja, und zum Schluss noch eine kleine Vorschau auf das, was uns in den zwei Ausgaben 2 und 3 erwartet. Das sehen wir hier auch nochmal. Wenn ihr alles nochmal im Internet nachlesen könnt, da seht ihr sie einmal groß, die Adresse www.alleskönner-bauen.de. Ja, das soweit dazu. Und dann gucken wir natürlich mal ins große Heft, noch mit rein. Da haben wir hier die Wagenfront, da geht es dann gleich an die ersten Bauteile, die wir zusammenbauen wollen. Schauen wir mal, wie gut wir da durchkommen. Und dann gibt es auch ein paar Themen zu lesen, zum Beispiel hier in der Unimog-Story, der Unimog, ein Kind vieler Eltern. Es war ein beschwerlicher Weg von Albert Friedrichs Idee eines neuartigen landwirtschaftlichen Fahrzeugs bis zum Start der Serienfertigung des Unimog bei der Maschinenfabrik Böhringer. Doch war auch dies nur eine Zwischenetappe. Schöne Bilder natürlich alles. Der Unimog als Traktor, da geht es weiter in Einsätze aller Welt. Fahrzeugkonstrukteur Heinrich Rösler absolvierte am 9. Oktober 1946 die erste Probefahrt mit einem neuartigen Schlepper, der Typ U1, den er unter schwierigen Bedingungen realisierte, war eine Traktoralternative. Das überzeugte die zuvor skeptischen Alliierten. Und Anbaugeräte und ihre Hersteller, Maschinenfabrik Speiser. Pionier aus Göppingen, der erste Unimog wurde bei der Maschinenfabrik Böhringer in Göppingen gebaut. Aus Göppingen stammt aber nicht nur der Unimog, sondern auch Modelleisenbahnen von Märklin, Pressen von Schuler oder der bis in die 1960er Jahre führende Hersteller von landwirtschaftlichen Geräten, die Maschinenfabrik und Metallgießerei Speiser. Ja, und hier schon, wie gesagt, die Vorschau, nochmal die offizielle Vorschau auf die Ausgabe Nummer 2. Ja, das soweit zum Heft an sich. Das Ding mit den Zeitschriftenhändlern hinterlegen habe ich schon erwähnt. Ja, natürlich die nächste Frage ist, wie kommt ihr dran? Einmal, wie gerade gesagt, Zeitschriftenhändler, könnt ihr euch die Ausgaben dann hinterlegen lassen und jeden Mittwoch, so ist die Erscheinungsweise, dann die nächste Ausgabe abholen. Oder aber, ihr könnt das Ganze auch abonnieren, entweder auf der Internetseite oder per Telefon, steht alles hier in den Teilen noch mit drin. Und dann, wenn ihr abonniert, gibt es auch ein paar kleine Geschenke mit dabei. Und zwar bekommt ihr mit der ersten Lieferung ein Metallschild in Größe 20x30 cm plus eine Schraubbox, wo ihr eure Schrauben mit aufbewahren könnt. Mit der zweiten Lieferung gibt es ein Schraubendreher-Set. Idealer Helfer, mal gucken, wie die dann, was das taugt. Ich habe das schon mal gesehen bei anderen Modellen, also ist nichts Neues, aber ja, tut auf jeden Fall seinen Zweck. Und mit der vierten Lieferung gibt es ein kleines Mini-Modell, ein Mini-Unimog 406 im Maßstab 1:43. Und in der ersten Lieferung ist übrigens auch die Ausgabe 3. Wenn man jetzt hier bei der Ausgabe 2 startet beispielsweise, ist die Ausgabe 3 dann kostenlos. Ja, das gibt es ja auch nochmal zu lesen. Wichtig ist auch, wenn euch das überhaupt nicht gefällt zu Anfang oder so, oder was auch immer irgendwie ist, auch zwischendurch sein könnt, ihr könnt das Ding immer deabonnieren, ist gar kein Problem, dann könnt ihr
dann später auch später aufhören. Das ist gar kein Problem. Es ist kein Zwang, von Anfang bis Ende durchzumachen. Wäre natürlich schade, wenn man nach der Hälfte selber aufhört, aber grundsätzlich besteht immer die Möglichkeit, das zu deabonnieren, beziehungsweise auch, wie ich den Hersteller Hachette beziehungsweise den Vertreiber IP Internationale Presse kenne, schon von anderen Projekten, man kann auch relativ spät noch einsteigen. Irgendwann ist der Zug abgefahren, das ist klar, aber man kommt da doch auch noch später mit rein und kann auch später nochmal mit der Ausgabe 1 beginnen. So, das soweit dazu. Eine Sache wollte ich natürlich noch sagen, wenn ihr euch jetzt so an ein paar harte Fakten klammern möchtet, was allgemein zu diesem Projekt, wie gerade schon gesagt, 120 Ausgaben wird es geben von dem Projekt wöchentlich. Also könnt ihr ausrechnen, wie viel das ist. Also etwas über 2 Jahre wird das Projekt schon dauern. Ne? Also das solltet ihr auf jeden Fall dann einplanen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Preise. Die erste Ausgabe, Einführungsangebot 1,99. Dann geht es in der Ausgabe 2 weiter mit 6,99 und ab Ausgabe 3 dann 11,99 €. Das heißt, ihr wisst genau, auf was ihr euch einlasst, wenn ihr dieses Projekt starten möchtet oder bauen möchtet, wie am Ende die Kosten sind, wie lange es dauert, das wisst ihr dementsprechend. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es ist immer nicht verkehrt, auch sich die erste oder die ersten 2 Ausgaben einmal zu besorgen. Auch wenn einem das vielleicht erst noch nicht zusagt, später vielleicht doch. Das war bei mir beim Opel Manta AGTE beispielsweise so. Erst habe ich gedacht, irgendwie ist es doch interessant, aber weiß nicht. Guckst du dir erstmal an. Und ja, nach den ersten 2 Ausgaben habe ich dann weitergemacht. Also deswegen ist es nicht verkehrt. Und ich denke mal mit 1,99 gerade der ersten Ausgabe kann man nichts verkehrt machen. Gerade wenn es auch gleich an die Bauteile geht, da kann man sich schon mal einen guten Einblick verschaffen, wie ist die Qualität und so weiter und so fort. Das lässt auf jeden Fall dann, ja, auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck. Ob er positiv oder negativ ist, das ist natürlich dann von Person zu Person unterschiedlich. Gut, ja, ich würde sagen, wir gucken uns mal den Bau an, beziehungsweise die ersten Bauteile und schrauben drauf los. So, dann wollen wir mal ran an den Speck, würde ich sagen, und die erste Ausgabe mal auspacken, was da so drin ist. Ihr seht schon, der Blister ist ziemlich voll, also wir bekommen direkt zu Anfang einiges an Bauteilen spendiert. Ist klassischerweise bei solchen Modellen, dass die ersten Ausgaben immer so vollgepackt sind. Wundert euch nicht, wenn zukünftige Ausgaben vielleicht mal sehr spärlich ausgestattet sind, mit ganz wenig Bauteilen und Bauschritten. Ist üblich bei solchen Partworks. Ja, das gehört aber irgendwie auch ein bisschen dazu. Den hier, den Schraubendreher, den packe ich gleich mal zur Seite, weil den brauche ich nicht, weil ich habe einen eigenen. Aber wie gesagt, wenn man keinen hat, dann hat man hier gleich den passenden Schraubendreher. Ich will mal gleich mal gucken, ob der magnetisch ist. Ich glaube nämlich nicht. Nee, der ist nicht magnetisch, also schade drum. Also magnetischer Schraubendreher macht bei solchen Modellen eigentlich immer mehr Sinn. Aber gut, packen wir den gleich mal weg. So, wir legen los mit ein paar kleinen Teilen. 2 Befestigungsplatten, das sind die hier. Die sind aber auch identisch. Einmal und zweimal. Wenn man vielleicht schon hört. Na, hört man jetzt nicht ganz so genau. Na, hört man nicht. Schade. Hört man nicht, aber die sind aus Metall. Merkt man aber gleich am Gewicht. Ein Nummernschild. Ja, das ist das große hier, offensichtlich. Das ist dieses hier, schon vorgebogen. Unimog 406 aus Kunststoff. Dann ein Koppelmaul 1C, das ist dieses hier, auch aus Metall. Dann geht es weiter mit dem Koppelbolzen 1D, der hier, der kleine, auch aus Metall, selbst solche Kleinteile, okay. Metall ist immer gut, zeigt gleich die Hochwertigkeit des Ganzen. Dann haben wir die Stoßstange 1E, das ist vielleicht das größte Teil hier. Nee, schlecht. Und das ist auf jeden Fall aus Metall. Hat auch gleich ein richtiges Gewicht schon an sich. Nur die Stoßstange schon. Und ja, sehr schön verarbeitet. Nichts dran, keine Farbabplatzer oder sonst was. Also alles gut. Innen drin ist ein bisschen weniger Farbe, aber das macht nichts, weil das sowieso dann ja, verschwindet. Dann haben wir die Frontplatte 1F. Das ist das hier. Auch aus Metall. Also wiegt schon was. In grün gehalten, auch hier sehr schön lackiert, keine Farbabplatzer oder sonst was, sehr gut. Dann haben wir noch einen Mercedes-Stern, natürlich, offensichtlich der hier,
aus Kunststoff. Den Frontgrill, das hier, auch aus Metall, wird gleich verbaut. Zwei Zierleisten, das werden diese kleinen hier sein, die sind aus Plastik. Und dann haben wir noch Schrauben. Ein Schraubendreher habe ich sowieso schon gesagt. Und zwei Schrauben, die sind einmal markiert, einmal mit AP und AM Schrauben. Das kleiner Hinweis, das P bzw. das M am Ende steht für steht dafür, in welches Material die geschraubt werden. Sprich, die AP Schrauben gehen durch Plastik und die AM Schrauben gehen durch Metall. Ist immer ein Ersatz dabei, das heißt, falls mal eine überdreht oder abhanden kommt, aus welchen Gründen auch immer, falls das Teppichmonster beispielsweise mal einer frisst, dann haben wir wenigstens eine noch dabei. So, ich hole mal ein bisschen näher ran und dann wollen wir mal loslegen mit den ersten Bauschritten. Ich packe mal eben meine Schrauben aus, lege die zur Seite, damit ich die gleich griffbereit habe. Auch netterweise auch so ein kleines Plättchen hier dabei, das könnte man vielleicht für die Schraubbox benutzen. Und die einzelnen Fächer, die man da hat, dann markieren. Wahrscheinlich, wenn es wie bei anderen Projekten genauso ist, dann wird wahrscheinlich die Schraubbox nicht für alle Schrauben reichen. Mag sein, dass es doch klappt, aber so aus Erfahrung der letzten Projekte, das reicht eher nicht. Aber gut, so, legen wir los. Und zwar brauchen wir erst einmal die Frontplatte. Da haben wir sie schon. Und zwar einmal mit dieser Seite. Nur das wird die Front tatsächlich sein. Das ist dann der hintere Bereich. Und da kommt gleich das Frontgitter mit rein. Das hier geht nur in eine Position. Hier haben wir schon so eine Aussparung. Sehen wir auch hier. Legen wir einfach rein. Passgenau ist es. Sehr schön. Und wird mit den 4 AM-Schrauben, die wir haben. 1, 2, 3, 4. Haben noch mehr, aber die brauchen wir auf jeden Fall. Dann verschraubt. Mal gucken, wie das klappt. So, jetzt auf Anhieb einmal. Hier haben wir schon die Schraublöcher. 1, 2, 3, 4. Mal gucken, wie das auf Anhieb klappt. Ja, ist ein bisschen widerspenstig. Das haben wir schon fast gedacht, weil es ist ziemlich viel Farbe auf den Bauteilen. Und bei der Lackierung ist es automatisch so, dass die Farbe dann ja so ein bisschen auch in die Löcher läuft und dann das Loch ein bisschen hier enger macht. Dementsprechend ist es empfehlenswert, so ein klein bisschen Öl, handelsübliches Öl, kann auch sogar Speiseöl sein, dass man das benutzt, damit die Schrauben einfach ein bisschen leichtgängiger sind. Oder wenn man kein Öl dabei hat, einfach mal ein bisschen vor- und zurückschrauben, damit das Ganze dann besser sitzt. Spätestens beim Vor- und Zurückschrauben wird sich das Problem dann, denke ich mal, von alleine erledigen. Bei den Metallschrauben braucht man auch nicht ganz so vorsichtig sein, weil die ja, man bis zum Anschlag eigentlich drehen kann. Bei den Plastikschrauben muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht die überdreht, weil das Plastik gerne bei ganz dünnen Teilen dann gerne mal kaputt gehen kann. Und das soll ja auch nicht. So, Nummer 3. Und einen haben wir noch. Die Nummer 4. Genau, die haben, man muss schon ein bisschen Druck aufwenden tatsächlich, um die reinzukriegen, selbst mit Öl. Da sieht man, es wurde gut lackiert. Ziemlich viel lackiert, um genau zu sein. So, das haben wir jetzt aber erledigt. So sieht das aus. Dann kommt das Mercedes-Logo oder Mercedes-Stern mit dazu. Hier sehen wir ihn. Hier haben wir drei Zapfen auf der Rückseite. 1, 2, 3. Die greifen hier dann auch in drei Löcher. Die sehen wir hier auch dreieckig angeordnet. Da, dort und dort. Da geht es rein. Beziehungsweise in der Mitte ist noch ein Pin, sehe ich gerade. Der greift dann hier in die Mitte. Der wird einfach eingeklinkt. Denke ich mal. Genau. Der wird einfach eingeklinkt. Haben wir. Sitzt. Da haben wir schon mal 6 Bauschritte fertig. Geht flott. Dann kommen die beiden Zierleisten zum Einsatz. Die sind auch baugleich.
Und die werden hier jetzt auf der Seite vorne hier in die beiden Löcher jeweils einmal eingesetzt, links und rechts. Wenn wir gucken, die sind ein bisschen unförmig, wie ihr sehen könnt. Hier ein bisschen breiter und da ein bisschen schmaler. Die schmaleren Enden sollen nach außen zeigen. Geht wahrscheinlich auch nur in einer Position, weil die Löcher auch nicht in exakter Position sind. So, einmal. Ich drücke lieber ein bisschen dagegen, weil so ein bisschen Spiel hat das Gitter. Wäre ja schade, wenn man da drauf drückt und das verbiegt. So. Und da seht ihr das Ganze. Haben wir erledigt. So, das können wir schon zur Seite legen. Denn jetzt brauchen wir einmal den großen Brocken hier, die Stoßstange. Und dazu die Befestigungsplatte 1A. Das ist, glaube ich, eine der beiden, ist egal welche. Und soll einmal hier aufgesetzt werden. Mal gucken. Achso, einmal drehen. Hier sehen wir einmal, diese Seite brauchen wir. Hier einmal wird es aufgesetzt. Ah ja, genau. Okay, hier sehen wir einen kleinen Zapfen dran. Der geht hier durch das vordere Loch durch. Das. So wird es draufgelegt. Ja, sieht so aus. Und wird dann mit dem zweiten Loch, wird das Ganze verschraubt mit einer weiteren AM-Schraube. Ich ahne auch schon, wofür die AP-Schrauben gleich sind. Wahrscheinlich für das Nummernschild. Der Rest wird gleich nochmal mit den AM-Schrauben festgemacht. Es geht ein bisschen besser. Zwar auch lackiert, aber nicht ganz so schlimm. Und dann kommen wir noch das zweite, die zweite Befestigungsplatte auf der gegenüberliegenden Seite. Mit der großen Platte, die wir hier haben, die soll nach innen zeigen. Die nächste AM-Schraube. Klappt alles bis jetzt ganz gut. Passgenauigkeit ist auch in voller Ordnung. Und wenn ich mich nicht dusselig anstelle, dann läuft das noch besser. So. Bisschen mit Öl rumgesaut, aber macht nichts. So. Haben wir dran, wie ihr sehen könnt. Dann kommt das Koppelmaul 1C zum Einsatz. Das ist dieses hier. Und wird auf der vorderen Seite eingesetzt, nämlich genau hier in die Aussparung. Da kommt es rein. So. Wie ihr sehen könnt. Ein bisschen schwierig zu zeigen, aber schwarz auf schwarz. Ne? Und wird von der anderen Seite jetzt in der Mitte mit einer weiteren AM-Schraube verbunden. Wunderbar, sitzt auch. Und dann haben wir noch, achso, ich mache mal eben einen Schritt vorweg, den Koppelbolzen, diesen kleinen hier, den kann man schon mal einsetzen. Und zwar, mal eben gucken, genau, den können wir hier schon einmal durch die beiden Löcher hier durchschieben, mit dem kleinen Zapfen nach oben. Soll nur durchgesteckt werden, mehr nicht. Nur aufgesetzt werden, könnte so wieder rausplumpsen, aber soll so. Okay. Und dann kommt nur noch das Nummernschild mit dran. Das kommt hier an die Seite mit dran. Setzen wir ein. So, passt. Wobei, dann nehmen wir doch lieber raus. Wenn ich es wieder umdrehen muss, ist das ein bisschen doof. Und wird jetzt von der Rückseite in den beiden Löchern hier mit den zwei AP-Schrauben, die wir bekommen haben. Dann fixiert, da braucht man eigentlich kein Öl dazu oder keine Hilfe. Nö, das geht so gut durch.
Und dann nochmal die zweite. Ist ein bisschen schräg und gucken, dass man die richtige Position trifft, damit man sich gut reinschrauben lassen kann. So. Wunderbar. Und damit ist die Stoßstange dran mit dem Nummernschild Unimog 406. Jetzt können wir diesen Bolzen auch mit reinsetzen. Kann er nicht mehr rausfallen. Zumindest nicht, wenn wir es so jetzt weiter bewegen. Gut, das haben wir erledigt. Und ja, die Frontpartie haben wir auch schon. Der Frontgrill hat den Mercedes-Stern und zwei Zierleisten erhalten. An einer Stoßstange wurden das Koppelmaul, das Nummernschild und weitere Teile angebracht. Ja, das sind die allerersten Bauteile für den Unimog. Die ersten von natürlich ganz vielen, die in der Zukunft dann für dieses Projekt noch kommen werden. Ja, das war die erste Bauphase und die lege ich mir jetzt zur Seite, beziehungsweise dann geht es weiter ans Warten auf die nächste Folge, wie ich gerade schon gesagt habe. Die Ausgaben erscheinen wöchentlich, nur der Abstand von Ausgabe 1 und 2 ist 3 Wochen, glaube ich, insgesamt, wie ich das sehe. Deswegen seht ihr es auch hier schon nochmal im Bild. Ausgabe 2 dann am 27. Januar, Ausgabe 3 am 3. Februar und Ausgabe 4 am 10. Februar und dann eben wöchentlich so weiter. Gut, apropos weiter, wie geht es in der Ausgabe 2 vom Unimog weiter? Und wäre das was für mich? Wäre das was für meinen Kanal? Ja oder nein? Da schauen wir eben rein. Ja, die erste Ausgabe vom Unimog 406 ist verbaut und die allerersten Teile sind zusammengesetzt worden. Der Startschuss ist gefallen, einmal mit dem mit der Frontpartie und dem Frontgrill dazu und der Stoßstange mit dem Nummernschild ist auch mit dabei. Das waren die allerersten Bauschritte. In der Ausgabe 2, die dann wie gesagt am 27. Januar erscheint, geht es dann weiter mit der nächsten Ausgabe. Da gibt es wieder ein paar Themen zu lesen. Zum Beispiel die Unimog-Story Start bei Daimler-Benz, Einsätze in aller Welt, Mock, der Baumeister, nicht Bob, sondern Mock. Und Agrarbau und Spezialmaschinen, Erde in Bewegung. Darum geht's. Und es gibt viele neue Bauteile, die wir dann verbauen können. Und zwar die Motorhaube kommt ins Spiel. Da seht ihr schon die Bauteile, die in Ausgabe 2 mit drin sind. Motorhaube, Unimog-Logo, Firmenzeichen, Abdeckkappe, Lenkrad, Lenksäule, selbst das kommt auch schon. Achsschenkel, Winkelplatte und auch eine Pinzette ist damit bei. Für die filigranen Arbeiten ist dann ebenfalls davon eine mit dabei. Und soweit ich weiß, da habe ich glaube ich schon gesehen, in der dritten Ausgabe, mal eben kurz gucken, ich glaube, das war im Abo am ehesten ersichtlich. Oder, nee, sorry, da, gucken wir mal hier. Ah, genau, in Ausgabe 3 gibt es dann auch schon den ersten Reifen, den ihr damit sehen könnt. Und so geht das dann das Ganze Stück für Stück weiter. Ja, das soweit zur ersten Ausgabe vom Unimog 406. Wie ihr das Ganze bekommen könnt, wisst ihr ja jetzt, beim Zeitschriftenhandel gibt es jetzt erstmal über eine längere Zeit, ein paar mehr Tage, die Ausgabe 1. Dann könnt ihr reinschauen, wie das Ganze ist oder ob das was für euch ist. Und dann geht es ab Ende Januar 27. dann wöchentlich weiter im Zeitschriftenhandel, beziehungsweise wenn ihr das Ganze abonniert, bekommt ihr einmal im Monat Post mit ein paar Ausgaben geliefert. Normal sind es 4 Ausgaben. Die ersten Male wird es noch ein bisschen unterschiedlich sein, je nachdem, auf welche Ausgabe ihr starten wollt, ist es unterschiedlich. Aber spätestens ab Ausgabe 8 geht das Ganze dann normal weiter und man bekommt alle 4 Wochen circa einmal ein Paket mit 4 Ausgaben geliefert. Bezahlmöglichkeiten und so weiter, wenn man das im Abo abschließt, gibt es auf der Webseite www.alleskönner-bauen.de oder eben, wie gesagt, wöchentlich beim Zeitschriftenhändler. Ja, das soweit dazu. Ich hoffe, ich konnte euch einen einigermaßen guten Blick in das neue Projekt vom Unimog 406 geben. Wie gesagt, 120 Ausgaben wird es geben. Normalpreis 11,99 €, könnt ihr euch hochrechnen. Aber die ersten 2 Ausgaben ticken günstiger, damit ihr euch erstmal reinfuchsen könnt und schauen könnt, bewerten könnt, ob das letzten Endes was für euch ist. Bleibt letzten Endes natürlich eure Entscheidung. Wenn euch das gefällt und allgemein das Thema so Landwirtschaft zusagt, dann ist das vielleicht ja was für euch und könnt daran vielleicht euren Spaß haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Modell bzw. allgemein zu Sammelwerken und so weiter, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Soweit ich das beantworten kann, werde ich es dann natürlich probieren. Aus Erfahrung von anderen Projekten kann ich da so ein bisschen sprechen. Also wenn ihr Fragen habt, einfach drauf los antworten. Ich für meinen Teil werde es bei dieser ersten Ausgabe belassen, weil mir persönlich nicht das Modell nicht zusagt, weil es nicht mein persönliches Beuteschema ist. Das liegt aber nicht an dem
An der Qualität zum Beispiel. Also die Qualität fand ich super, alles gut. Alle Teile passten super zusammen und keine Probleme. Dass einige Schrauben mal ein bisschen schwergängig sind, das werdet ihr öfters wahrscheinlich noch merken, liegt einfach an der Lackierung. Deswegen entweder ein bisschen Öl benutzen oder immer die Schrauben ein bisschen raus und rein drehen. Gerade beim Metall, dann geht das Ganze deutlich besser. Also nicht verzagen und nicht alles in Sand setzen wollen, nur weil das mal nicht klappt. Kein Problem. Das ist leider üblich bei der Lackierung, das ist aber kein Problem im Endeffekt, das kann jeder dann ganz leicht beheben. Also Passgenauigkeit war alles super von der Qualität und wenn das so weitergeht, wird das bestimmt ein gutes Modell dann werden. Wie gesagt, ich für meinen Teil ist es erst nicht meine Beuteschema von Modellen. Das heißt, dieses wird jetzt das einzige Video vom Unimog 406 hier auf meinem Kanal sein. Aber ich bin sicher, dass der ein oder andere YouTuber hier bei YouTube, so heißt das, ne? So heißt die Plattform hier, bestimmt den an Unimog bauen wird und euch dann ja die einzelnen Bauschritte präsentieren wird. Gibt noch ein paar andere Modellbauer, nicht nur mich. Zum Beispiel der Mario von Marios Schiffsmodellbau gibt es, Sebastian von Defma Models gibt es beispielsweise und noch viele andere natürlich. Vielleicht schaut ihr da mal vorbei und vielleicht taucht da der Unimog auch mal auf. Wer weiß. Ansonsten Suche betätigen, dann werdet ihr bestimmt schon ein paar Bauberichte finden. Gut, das war es soweit für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise meinen Kanal auch sehr gerne ein Abo, wenn euch das gefallen hat, was ihr in diesem Video gesehen habt, beziehungsweise wenn euch allgemein mein Kanal gefällt. Freue ich mich sehr über ein Abo für meinen Kanal und ja, schaut gerne auch bei meinen anderen Projekten mit rein, die momentan tief im Bau sind und 4 meiner 5 Projekte werden in diesem Jahr 2021 auch enden. Also da könnt ihr euch auf viele Abschlüsse freuen, aber auch schon sehr bald in den nächsten Wochen auf 3 neue Projekte. Also vieles im Wandel in diesem Jahr 2021. So, genug gesammelt. Vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr bei meinen anderen Videos dann mit reinschaut und dann gerne mit dabei seid. Es laufen regelmäßig Premieren und hier und da auch nochmal Livestream. Da können wir uns dann einmal begegnen. Bis dahin wünsche ich noch eine schöne Zeit euch allen. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund, ganz wichtig aktuell. Und bis zum nächsten Mal.